19 Uhr Abend ein Auto anschauen. Also Luxus und nicht zu viel kosten. Und es muss ein Diesel sein. Ganz wichtig, weil wir wollen hier, dass es wenig verbraucht. Also wenn ihr nachts so eine Adresse bekommt, dann solltet ihr ein bisschen Angst bekommen. So, wir sind in Santa Claus Haus, glaube ich. Ja, Bahnschranke wird noch manuell hier bedient. So. Oh, 10 TV. Und das Geile ist ja natürlich, wir gucken uns hier natürlich nachts an. Da siehst du am besten im Tacho, ne? Wegen Albert. Du merkst es nicht so. Oh, geht. Bei Kfz wird es schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir mit dem Video beginnen, will ich hier nochmal meinen Neffen grüßen. Der hat einen Motorradunfall gehabt, leider. Ist im Krankenhaus, aber geht es schon wieder besser. Gute Besserung, zahle ich. Alles, alles Gute, mein Lieber. Komm stärker zurück. Mahoa und ich fahren um 19 Uhr abends ein Auto anschauen. Neues Jahr, neues Glück, neues Auto. Der Arme ist gerade auch von der Arbeit gekommen. Ich auch direkt von der Arbeit, direkt losgefahren. Wir fahren jetzt Richtung Lotte, gucken uns das Auto an. Aber was ich euch sagen kann erstmal, es ist eine Luxuskarre, wo jeder einen Bogen drum macht. Keiner will sich dieses Auto antun. Und wir wollen natürlich eine weite Reise machen damit. Also Luxus und nicht zu viel kosten. Und es muss ein Diesel sein. Ganz wichtig, weil wir wollen ja, dass es wenig verbraucht. Ne? Sehr sparsam. Beschreibung ist echt nicht viel reingeschrieben worden. Bilder sind okay. Ich werde euch das Auto nochmal gleich zeigen, was hier im Motor noch verbaut ist. Jeder mal mit dem Gedanken gespielt, wann es so günstig ist, so einen zu holen. Viele haben es vielleicht auch gemacht und vielleicht auch bereut oder vielleicht gesagt, beste Luxusauto, den es gibt. Wir haben da ein, zwei Probleme, werden wir aber gleich vor Ort alles zeigen, weil ich bin richtig kaputt. Wir schauen mal, ob dieses Auto uns hellwach macht. Was für ein Wortspiel, ne? Und nachts ein Auto zu holen ist natürlich normal. Für den Preis kann ich jetzt nicht erwarten, dass er jetzt, ich sag mal, beulenfrei ist oder kratzerfrei ist. Erwartet ja auch keiner. Uns geht es nur darum, Motor, Getriebe soll in Ordnung sein. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Wir sind in Santa Claus Haus, glaube ich. So was sieht man ja auch nicht sehr oft. Ja, Bahnschranke wird noch manuell hier bedient. Und wo wir jetzt in diesem Feldweg hingehen, achtet mal bitte. Also wenn ihr nachts so eine Adresse bekommt, dann solltet ihr ein bisschen Angst bekommen. Ja, aber ich glaube, wenn ihr hier schreien will, ist gar nichts. Wir sind angekommen in Lotte. Was gucken wir uns an? Wir gucken uns einen Phaeton an. Nicht irgendein Phaeton, es ist die Langvision mit volle Hütte. Also Viersitzer, was für eine Ausstattung wir hier haben. Aber zu der Ausstattung kommen wir auf jeden Fall gleich. Ein paar Fehler zeigt er uns an, das Auto soll noch lange nicht laufen. Und wie ihr seht, Servolenkung geht gar nicht. Also wenn es schon der Phaeton ist, dann habe ich mir gesagt, ups, schauen wir uns doch diesen Motor an hier. Es ist O10 TV. Und das Geile ist ja, wir gucken uns den natürlich nachts an. Okay, für die Preiskategorie kannst du jetzt nicht viel erwarten. Es kann sein, dass der Partikelfilter voll ist oder Partikelfiltern, der Vorkart und Nachkart. Und ich glaube zu hören, dass irgendeine Düse kaputt ist. Und die Servo funktioniert nicht. Und bei der Servo werden wir mal gucken, ob wir Servoflüssigkeit verliert. Ist ja auch eine sehr große Krankheit bei denen. Er hat ja so viele Meter verbaut. Ja, ihr braucht natürlich den Flachriemen gar nicht suchen, weil er hat keinen Flachriemen. Alle Haupt- und Nebenaggregate sind mit Zahnrädern versetzt hier bei dem Motor. Gucken die Servo gleich an, wenn wir ein bisschen mal versuchen aufzufüllen und mal gucken, ob die Servo in Ordnung ist. Und dann will ich natürlich eine Probefahrt machen, ob Fahrwerk und so in Ordnung ist. Nachts ein Auto. Hey. Aber Kehlisko und so haben wir nicht, ne? Softclose haben wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. So, jetzt erstmal gucken. Massagesitze sind am Start. Gucken, ob die funktionieren. Massagesitze. Geht nicht. Elektrisch, mal gucken. Also, oh doch, Massagesitze funktionieren. Gut. So, Fahrwerk testen. Hier haben wir einmal hoch. Und dann, ups, hoch. Und dann normal. So, dann gucken wir mal draußen. Ja, der geht runter. Man sieht das. Ja. Ah. Ich glaube schon, dass er nichts hat. Mahmut? Ja.
das nicht zerstört. Da ist aber auch kein Ding drin. Da ist kein Öl drin. Kannst du einmal ein bisschen bewegen? Ja, der saugt das jetzt. Schön. Besser? Guckt euch das mal an. Auch Sitzbelüftung haben wir auch hinten, ne? Was? Sitzbelüftung. Ist ja Luxus pur, ja. Okay. Das ist ja Hammer. Ja. Nee, aber. Also, ist es warm? Darf ich mal rein? Ja, klar. Dafür bist du hier, ne? Da siehst du am besten im Tacho, ne? Wegen Albert. Du merkst es nicht so krass, aber. Ich meine, jetzt hast du vielleicht schon 100, ne? Also Leistung hat er, ne? Also Leistung hat der. Ja. Wobei du aber trotzdem eine Düse hörst. Ja. Ne, das stinkt ja auch, richtig. Ja, ja. Also eine Düse ist undicht. Aber ich muss sagen, ja. Ne? Motor ist super. Also. Man merkt, also ich stelle mir jetzt vor, wenn die Düse noch abgedichtet ist. Sehr viel Platz. Nein, wie das ist anfühlt. Ach so, wenn du drückst, doch, man merkt, der hat Leistung. Merkt man die 750 Newton? ja. Wunder, Santa Claus. Ich weiß es nicht, ich denke schon. Ich habe den gekauft, 2000 Euro. Man kann natürlich sagen, der günstigste Phaeton V10 Deutschland. Günstiger geht's nicht. Was habe ich eigentlich mit dem Wagen vor? Macher und ich wollen dieses Jahr, es kann sogar so noch sein, dass der ein oder andere noch mitkommt, Urlaub machen. Einmal in die Türkei. Aber weißt du, was geil ist, Mahmut? Lüftung geht schon nicht mehr in der Mitte. Fängt schon an. Wir haben einfach mal 4 einzelne Sitze. Ja, hinten, Kofferraum geht nicht. Da gucken wir noch, was der hat. Mit Massagefunktion. Mit Sitzbelüftung, vorne, hinten, wie hochwertig das Ganze hier ist, das ist schon Hammer. Ja, jetzt will ich einmal nach Hause fahren, mal gucken, ob wir ohne Probleme ankommen. Man soll natürlich nachts kein Auto kaufen, aber ich meine, ich hatte echt ein sehr, sehr gutes Gefühl bei dem Auto. Und ja, wir sind jetzt hier und ja, irgendwie muss ich sagen, der Jan, super Kerl, von ihr nochmal schöne Grüße. Ist auch noch entgegengekommen mit dem Preis. Und ich muss sagen, ist jetzt alles richtig gemacht. Mahmut, was sagst du? Schönes Auto. Schönes Auto, ne? Willst du Schokomilch oder Banane? Nee, wir gehen doch jetzt Kaffee trinken, oder nicht? Ich Kaffee holen. Ich meine, ohne Servo, wie viel Qualität, ne? Ja, ist egal, also ich drehe, das ist ja kein Problem. Servolenkung geht jetzt, wir haben hier nachgefüllt. Okay. Ich finde schon geil. Also, ey, Sport haben mich gar nicht ausprobiert. Wenn du Sport machst, dann spürst du die 750 Euro. Das ist krank. Also es ist schon geil. Wie gesagt, bei dem Auto ist sehr viel zu tun, sage ich euch. Ist klar. Aber wozu machen wir YouTube? Gut angekommen. Kann man ja auch nicht anders erwarten. Ich sag mal, Luxusauto. Was mir nur aufgefallen ist jetzt gerade, das ist ein Luxusauto. Das hat alles. Massagesitze vorne, hinten, Sitzbelüftung, Standheizung, alles. Ich habe gerade echt gestaunt, als ich das gesehen habe. Keine PDCs. Das Auto hat vielleicht 100.000 Euro gekostet und keine PDCs. Und der hat hinten auch keine PDCs. Aber wir haben schon das erste Problem. Seilzug ist gerade gerissen. Wir wollten Scheibenwischreinigungsanlage voll machen. Beim Ziehen Seilzug gerissen. Fängt doch schon gut an. Haben wir doch einen super Kauf schon gemacht. Mercedes-Benz steht da vorne drauf. Okay. Servoöl verliert der. Ich weiß nicht, wie er von unten aussieht. Der, also Motor läuft gut. Bin beeindruckt. Ne, wenn wir da noch irgendwie Düsen und so mal kontrollieren. Mal schauen, ob wir damit echt unser Türkei-Trip machen können. Wir haben jetzt noch ein paar Monate Zeit. Müssen wir, glaube ich, ein bisschen reinhauen hier. Im nächsten Video schauen wir uns die Kiste mal genauer an und gucken, ob wir die Motorhaube aufkriegen. Wenn wir den mal hochheben. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Gelenke hier kaputt sind. V10 ist schon ein super Motor. Wie viel Technik in diesem Motor steckt. Obwohl er V10 ist, der läuft so ruhig. Aber dazu kommen wir auch noch.
ein neues Jahr, ein neues Auto, neues Projekt. Und mal schauen, was für Probleme wir mit diesem Auto haben. Ich bin genauso gespannt wie ihr auch. So, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-50. Bis dann. Haut rein. Ciao.